So, meine lieben Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Randalls verrückten Monday. Wir wurden von unserem Freund Matt angerufen, beziehungsweise von seiner Freundin Sally, von der Verlobten, dass er irgendwas getan hat, was fürchterlich ist und schrecklich ist. Und es hatte nicht mal so viel Zeit, dass wir unseren Vermieter unsere Schulden bezahlen können. Wir haben scheiß viel Geld dabei. Aber wir haben eben halt auch unseren Kollegen Matt, der Probleme hat. Natürlich sind Freunde immer das, was eben halt eigentlich einem am wichtigsten ist. Und man sollte dann sofort zur Stelle sein. So kennt ihr es auch, so würdet ihr auch machen und so mache ich das auch. Lass uns mal gucken, trotz all dem, die Zeit haben wir. Wir befinden uns jetzt gerade auch in diesem Bildschirm, wo wir uns rumtreiben können und wie wir jetzt hier zu Matt reinkommen. Denn die Polizei ja, hat ja alles abgesperrt. Ne? Wie sollen wir denn da längst kommen? Tja, das werden wir rausfinden, weil wir sind Randall. Wir kommen auf die dümmsten Sachen und mal schauen, wie dumm die Sache sein wird. Pass auf, Frau Lockmann, Verkäufer. Natürlich stellt er sich hier hin, weil hier ist Action gerade los. Wie läuft das Geschäft? Läuft. Gerade scheint etwas mehr zu werden. Schön für dich. Irgendeine Idee, was hier passiert ist? Nö, aber wen interessiert's? Ist eh immer dasselbe. Raub, Schießereien, rosa Sirup, Zeitbomben. Alter, wovon zum Geier redest du da? Oder ein riesiger Marshmallow. Oh, wir sind in New York. Hahaha, das ist meine Lieblings-Sagas. Okay, du bist cool. Okay, da du noch nicht gefragt hast, mache ich es nochmal. Einen Hotdog mit allen, bitte. mein bester Freund wohnt in diesem Haus. Ich weiß nicht, was wird. Okay, bitte. Das sind meine Lieblingssagas. Okay, du bist cool. Keine Ahnung, was du meinst. Oh, komm schon, bring mich nicht dazu, mir Orangenschalen zwischen die Zähne zu stecken und dich fertig zu machen, bis du alle deine Sünden gestehst. Okay, erwischt. Ich liebe einfach gute Filme, die mindestens 15 Jahre alt sind. Gibt's denn noch andere? Du sagst es. Okay. Okay, mein bester Freund. Mein bester Freund wohnt in dem Haus da. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber er könnte Ärger haben. Ich bin mir nicht sicher. Oh, na dann viel Glück, Junge. Sachen wie die gehen meistens nicht gut aus. Noch weniger als das Essen meiner Frau. Die Warnung. Oha. Nein, du verstehst nicht. Die werden dich erstens nicht reinlassen und zweitens willst du das da drin auch gar nicht sehen. Glaub mir. Wenn du es sagst. Der hat Sally umgebracht oder sowas. Ja, komm. Okay, da du noch nicht nachgefragt hast, mach ich mal. Ein Hotdog mit allem, bitte. Danke. Gern, aber leider ist das nicht möglich. Mein Gas ist alle und ich brauche eine neue Flasche für den Kocher. Ach, scheiße. Hast du keinen Ersatz? Hast du keinen Ersatz? Wenn es so wäre, wär's mit dem Hotdog auch kein Problem. Da hat er recht, ne? Er stimmt ziemlich schlau, ne? Die Wege menschlicher Dummheit sind unergründlich. Das ist aber allerdings wahr. Warum holst du dir nicht einfach eine neue Flasche? Wenn das mal ginge. Aber ich kann den würstchenfressenden Kopf da nicht aus den Augen lassen. Der allein bringt meine Kinder, du Skolch. Verstehe. Ich kann mir vorstellen, aber dass du den hinterherreißt, egal wohin ist. Wenn du verkaufen hast, wie willst du ihm dann was verkaufen? Ach, du verstehst nicht, Junge. Der Kopf da ist heiß begehrt bei jedem Bastard der Hotdog-Gilde. Wenn ich auch nur eine Sekunde nicht aufpasse, stürzt sich Abe Froman, der Wurstkönig von Chicago, direkt auf ihn. Oh, okay. Naja, ich hab ja keine Ahnung, aber ist hier rumstehen, ohne was zu verkaufen, nicht echt schlecht fürs Geschäft? Oh, ja, ja, wenn du das so sagst, klingt es echt blöd. Ja. Ich würde sagen, du brauchst sofort eine neue Gasflasche. Glaub mir, ich kann Marys Magen bis hierher hören. Hey, Sekunde. Hat Froman dich geschickt? Nein. Der will mir mein Monopol auf diese Pac-Man-artige Fressmaschine wegnehmen, was? Nur über meine Leiche. Nein, auf keinen Fall. Für was für ein Mensch hältst du mich? Ich bin ein ehrlicher Typ, komm schon. Bisschen mehr Vertrauen, bitte. Wenn ich so einen Film vor ihm bedenke, würde ich jetzt mal sagen, wir kämen, wir sahen, wir haben ihn in den Arsch getreten. Nein. Nein, nein, auf keinen Fall. Für was für einen Menschen hältst du mich? Ich bin ein ehrlicher Typ. Komm schon, ein bisschen mehr Vertrauen, bitte. Hey, ich sag dir, was du von mir kriegst, Schlange. Ich zähl bis 10, dann bist du mit deiner hässlichen Scheißvisage hier verschwunden. Bevor das Blei dich durchlöchert. Warte. Das 1, 2, 10. Ein Klassiker. Den Rest kannst du behalten, du Dreckschwein.
Wenn ich so deine Formulierung. Okay. Wenn ich so deine Filmvorlieben bedenke, würde ich jetzt mal sagen, wir kamen, wir sahen, wir haben ihn in den Arsch getreten. Wohlgesprochen, Freund. Jetzt kann ich dir vertrauen. Er hat mich vollgeschleimt. Wäre auch noch akzeptabel. Ja, okay. Aber dann würde auch Slime aus der Hotdog-Dings rauskommen. Jetzt, wo wir Freunde sind, kann ich bitte ein Hotdog haben? Tut mir leid, ich habe immer noch dieses kleine Gasproblem. Aber jetzt, wo wir Freunde sind, kann ich dir die Mission anvertrauen, eine neue Flasche zu besorgen. Oh, eine geheimnisvolle Mission. Von Mysterien durchzogene Queste. Oh, jetzt, wo wir Freunde sind, darf ich die Drecksarbeit für dich machen. Na, so viel Drecksarbeit ist es aber auch nicht. Sag mir einfach, wo es hingeht, damit wir es hinter uns bringen können. Alter, kennst du Mels Pfandlein? Nicht schon wieder Mel. Klar. Der gute alte Mel. Jetzt weiß ich auch, was du mit gefährliche Queste meintest. Aber warum zur Hölle kaufst du dein Gas beim Pfandleiher? Naja, Mel macht gute Preise und bietet einen schnellen, effizienten und sehr persönlichen Service. Oh, verstehe. Geklautes Gas, hm? Vielleicht. Okay, kein Problem. Hab gerade erst Geschäfte mit ihm gemacht. Gib mir eine Minute. Okay, aber das macht auch Sinn. Wir brauchen diese Pfandflasche... Gasflasche, um hier den Polizisten da wegzukriegen. Weil dann stürzt er sich auf die Hotdogs, der Weg ist frei und wir können rein. Kein Problem. Herr Junge! Nicht jetzt. Okay. Okay. Verzeihung, Ma'am. Wissen Sie, was hier passiert ist? Oh, was für ein süßer, kleiner, süßer Boy. Entschuldigung, ich würde da gerne spoilern, wenn ich darf. Verzeihung, Ma'am. Wissen Sie, was hier passiert ist? Sekunde eben, Marianne. Ich will kein Flyer. Hauen Sie ab. Was? Was? Nein. Nein, warten Sie. Was? Was wollen Sie? Wissen Sie, was hier passiert ist? Moment mal. Sie sind Matthews Freund, der Kleptomantiker. Der Kleptomantiker? Echt jetzt? Egal, ja, das bin ich. Nun, ich bin seine Nachbarin und ich muss sagen, was Sie da auf dem Dach während Ihrer Weihnachtsfeier gemacht haben, gefiel mir gar nicht. Hören Sie mal, ich habe mich bereits beim Bürgermeister, dem Polizeichef und dem Tierschutzverein entschuldigt. Ich habe sogar eine Anzeige in der Zeitung geschaltet, um mich in aller Öffentlichkeit zu entschuldigen. Mein Sohn hat alles gesehen. Und glauben Sie mir, das hat einige schlimme seelische Schäden verursacht. Hast du dir denn mal deinen Jungs... Hast du dir die Jungs schon mal angeguckt? Oh, shit. Ich weiß nicht, was Matthew dieses Mal angerichtet hat. Aber es muss ernst sein. Sie lassen nämlich niemanden mehr in das Gebäude. Und jetzt verschwinden Sie. Okay. Was ist niedlicher Junge? Oh, was für ein niedlicher kleiner Junge. Du bist hässlich. Oh. Also, das ist etwas subjektiv, meinst du nicht? Ich glaubte schon immer daran, dass wahre Schönheit... Du riechst nach Pippi und Popo, bleh. Auch diesmal, Kleiner. Das ist deine Meinung. Die respektiere ich. Aber der Punkt ist, du solltest einfach... Schnauze, du Schwein! Du bist hässlich und blöd. Sprich nicht mit Fremden, Schatz. Wer weiß, was für schmutzige Sachen die reden. Ah, du hast deine Mutter gehört, du kleiner Miska. Ja, genau. Ignorier mich einfach. Du stinkst! Arschloch. Entschuldigung, ich würde gern da ins Gebäude, wenn ich darf. Sehe ich aus wie jemand vom CSI? Sprechen Sie mit dem Cop da drüben. Ja, kann ich damit sprechen? Hey, Murray! Ich bin's, dein Freund Randall. Komm schon, wir haben uns gerade erst getroffen. Ach so, das ist der, ja, klar. Ich glaube nicht, dass ich seine Aufmerksamkeit von hier bekomme. Das ist doch hier vom... Ja? Wenn das mal so einfach wäre. Das ist doch von der U-Bahn-Station. Der Typ. Wo ist die Pfandleihe? Das ist Matt. Dann war die Pfandleihe hier, genau. Okay. Und dann mal los. Oh, mein Kragen sieht ja merkwürdig aus. Ich trage das erste Mal Hemd in den Let's Play. Wahnsinn, ne? Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Wie der so redet. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen.
Du kannst also den Deal mit dem Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Was ist mit der Konkurrenz? Okay, ich glaube, es wiederholt sich alles. Hey. Entschuldige mal, kann ich dich mal kurz sprechen? Hab grad Kundschaft. Ich komme gleich zu dir. Schon okay, ich wollte eh nur... Ich sagte gerade, du sollst warten. Pass auf, dass es nicht nochmal sagen muss. Weil sonst sag ich's dir nochmal. Wow, keine Sorge, nicht nötig. Du kannst nicht. Also der Ding hört mir nicht zu, bis er fertig mit Reden ist. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings erst los, mit wenn ich's noch schaffen reden, will. Keine Missverständnisse. Wie spät es ist? Keine Ahnung, aber entspann dich. Okay, was haben wir hier alles auf der Uhr? Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Wow, aber die Glasflasche kommen uns. Die Orphans und die Furies werden stillhalten. Erstmal mit Mary, damit es keine Missverständnis gibt. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Aber ich habe meine Weiske, kann ich nicht nehmen. Schade. Die trage ich nicht rum. Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Alter, wie jetzt nicht mehr wiederholt, ne? Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Hier ist so viel Zeug. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Geht nicht, der Kühlschrank ist abgeschlossen. Zeit. Ja, ist gut. Ich glaube, der wird gerade nicht mit mir reden. Ist alles noch unter Kontrolle. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Okay. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Wiederholtes Rumgequatsche. Ich glaube, das ist physikalisch unmöglich. Ich glaube... Okay, da haben wir alles gecheckt. Nehmen wir das Buch mal. Die kann ich nicht einfach nehmen, da wird mehr sauer. Aber er kriegt ja nichts mit. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Hier ist so viel Zeug. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Hier ist so viel Zeug. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch er will ja wissen, wie spät das ist, ne? Kann ich nicht irgendwas sagen? Die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Das kann ich nicht rumtragen. Warte mal. Vielleicht sollen wir mal ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen. Huch, warte mal, wo war das denn? Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Hey, wir haben eine Gaskarte? Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Vielleicht tauschen wir aus. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Erstmal mit Mel reden, damit es keine Missverständnisse gibt. Ist das so? Warte mal eben. Was ist mit der Konkurrenz? Das ist der leere Gaskarte, ne? Kann ich den nicht irgendwie... Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Okay, schmeiß mal die Flasche. Aber so. Geht nicht. Was könnte ich denn mit der Flasche machen wollen? Du kannst also den Deal mit dem Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ja. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch Zeit. Warte mal, das haben wir schon alles. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Warte. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Ja. Wenn der Bolzen im Loch steckt, muss ich jetzt noch aufgezogen. Benutze die modifizierte Bolzen. Okay. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Okay, wie kann ich die Seite wieder schließen? Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Hallo, Seite schließen. Wie spät ist es? Keine Ahnung. Haben wir so einen Bolzen am Start? Du hast noch viel Zeit. Der modifizierte der hier, ne? Das war der? Ne, welcher Bolzen war das? Was ist mit der Konkurrenz? Das war der. Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Okay, warte mal. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Aber wie kriegen wir den passend denn? Du kannst also den Deal mit dem Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Das ist keine gute Idee. Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel. Das ist keine gute Idee.
Was ist mit der Das ist keine gute Idee. Ist alles noch unter Kontrolle. Scheiße. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Ich muss nochmal luschen gehen. So. Oh. Aber. Ach so, warte mal, ich hab da eine Idee. Warte mal. Na sicher. Was ist, wenn ich. Zu einem sehr guten Preis. Das hier. Ich sollte allerdings los, wenn ich. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Hä? Wie spät es ist. Keine Ahnung. Aber ich halte sie nicht da, wo sie hin ist. Noch viel Zeit. Und dann. So. Oh, passt perfekt. Wo ist das jetzt hin? Was ist mit der Konkurrenz? Da. Ist alles noch und jetzt so. Die Turnbulls, die Orphans das und die Furies Sinn. Werden okay. Ich muss die richtige Stelle finden. Ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme und machen. Die da wäre wo? Soll ich da meine Finger reinstecken? Nee, du sollst dich denn. Sollst das scheiß Ding da reinstecken, du Honi. Okay. Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Okay. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Auf. Wie spät es ist. Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Okay, es ist Zeit. Die Lieferung kommt bald an. Ich gehe besser. Na dann. Bis dann, Mel. Okay. Mel, lass uns quatschen. Hi, Mel. Hey, Randall? Randall, klar. Wie kann ich dir helfen? Hast du noch mehr Ringe für mich? Nee, das war, der war einzigartig. Bin ich dieses Mal für jemand anderes. Der war einzigartig. Okay, dann schieß mal los. Ich weiß den Namen von dem Typen eigentlich nicht. Ist dieser Hotdog-Verkäufer, den ich gerade erst kennengelernt habe. Aber du weißt ja, ich bin einfach ein guter Samariter. Aber egal, red weiter. Ja, also der Typ war hier, um eine neue Gasflasche zu kaufen. Aber wie sich rausstellte, war die, die du ihm verkauft hast, leer. Echt? Hast du eine Quittung? Klar habe ich die. Was denkst du denn, was ich für einer bin? Jemand, der Sachen verlangt, ohne überhaupt eine Quittung zu haben? Würde mich jetzt nicht überraschen. Hier, okay. Das ist sie. Okay, Mann. Weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich werde sie heute vorm Dichtmachen auffüllen. Du kannst die da neben der Uhr haben, die ist voll. Danke. Nice. Das ist sehr freundlich. Dann nehmen wir sie mal mit. Ich lasse die leere Flasche einfach hier. Ja, mach das. Schopp. Attacke, wir können gehen. War ja ziemlich unkompliziert denn doch noch, ne? Hier. Aber es ist aber auch ein Schlitzohr, ne? Du? Das ist ja irre. Dieser, wie heißt der nochmal? Mel. Ja. Das verkauft er hier leere Flaschen und so und alles. Er ist sehr, sehr... Ah. Ich würde nicht im Dunkeln begegnen wollen. Nein. Okay. La, komm. Okay, jetzt hab ich das. Hier, deine Gasflasche, Kollege. Achso, den muss ich dir geben. Hey, was machst du noch hier? Die Zeit läuft ab. Der Würstchenfresser wird nicht ewig hier bleiben. Ich brauche diese Gasflasche. Ei, ei, Captain. Okay. Jesse, am Start. Hier, nehmen diese Gasflasche, bitte. Hä? Hier, nimm mir diese... Ja. Danke, Junge. Alter, ich hoffe, deine Hotdogs sind vom Feinsten. War echt ein Kunststück, deine Gasflasche zu bekommen. Und ich habe einen echt wichtigen Anruf verpasst. Klappe zu und sieh dir das an. Schau mal, wie dem Trottelkopf die Nase vom Geruch heißer Würstchen zuckt. Mir aber auch. Muss was Angeborenes sein. Reiner Instinkt. Ja. Sehen wir, kommt schon rüber. Wie von Zauberhand. Naja, hier als kleines Dankeschön ein Hotdog mit allem drauf. Und jetzt muss ich an die Arbeit. Mein Gefühl sagt mir, dass dieses Exemplar sich schon bald auf meinen Laden stürzt. Hm. Ich muss mich vorbereiten. Okay. So. Oh mein Gott, Murray, ich bin so froh, dass Sie hier sind. Entschuldigen Sie mich bitte. Lieutenant Higgs, Spezialeinheit, Sie sind hier fertig. Murray, ich bin hier. Lieutenant Higgs, Spezialeinheit. Sie sind hier fertig, Murray. Ich übernehme ab hier. Sorry, Junge. Ich bin nicht blöd. Sicher? Ist wohl nicht dein Glückstag. Wir können nicht einfach irgendwelche Leute von der Straße da reinlassen. Verdammt, ich bin nicht irgendwer. Ich bin Ihr Freund, Randall. Was ist nur mit Ihnen passiert? Sie waren mal so cool. Naja, ich... Murray, mal echt. Wir können nicht einfach ignorieren, was da in diesem feuchten Keller passiert ist. Da war etwas und... Mehr als nur Worte.
Sie waren sogar mit ihrem Knüppel an mir dran. Und jetzt müssen wir so tun, als sei das nie passiert, okay? Wir müssen unser Leben... Dieser feuchte Keller war mein Büro, du Spinner! Und ich habe den Verdacht, dass seine völlige Zerstörung deine Schuld ist. Nein, das kannst du nicht sagen. Das verletzt mich, Mary. Ich dachte, wir zwei hätten diese besondere Verbindung. Aber jetzt begreife ich, dass sie mich die ganze Zeit nur verarscht haben. Und was war das für ein Mary? Vor ein paar Stunden wollten sie noch alles über mich wissen. Umgekehrte Psychologie ist natürlich auch geil. Und was war das vorhin, Murray? Vor ein paar Stunden wollten sie noch alles über mich wissen und jetzt ganz plötzlich interessiert sie das alles nicht mehr? Was ist nur mit ihnen los? Ich habe doch nur einen Bericht geschrieben. Dafür musste ich alles über dich wissen. Gott, ey. Das ist ja wohl die lahmste Ausrede aller Zeiten. Ein 15-jähriges Mädchen könnte besser flirten als sie. Okay, die umgekehrte Psychologie. Wissen Sie was? Ich versuch's mal mit umgekehrter Psychologie. Ich will nicht da rein, Murray. Wagen Sie es ja nicht, mich da reinzulassen. Ich will nicht. Ja, fast hätte es geklappt, Junge. Schade, dass du vorher mit dir selbst geredet hast. Ach, scheiße. Das war eigentlich für meinen Kumpel hinter der vierten Mauer gedacht. Ignoriere diese Mauer einfach und verzieh dich von hier. Warum denn? Bitte, Officer Murray, ein guter Freund von mir ist da drin und er ist in Schwierigkeiten. Und ich weiß, ich habe hier keinen herzlosen Bastard in einer Uniform vor mir. Wie wäre es mit diesem schönen Geldbündel für einen kleinen Schritt zur Seite? Du bist nur in der Lage, mich mit Respekt zu behandeln, wenn du mich bestichst. Du bist jämmerlich, Randall Hicks. Ich wusste, dass Sie meinen ganzen Namen kennen. Ich habe dieses gewisse Funkeln in Ihren Augen gesehen, als ich ihn zum ersten Mal sagte. Beim ersten Mal sagtest du, dein Name sei Lee Harvey Oswald. Okay, aber Sie haben dasselbe Gesicht gemacht. Das war's. Ich verschwende keine Zeit mehr mit dir, Junge. Oh, das ist gut, ey. Sie machen Schluss mit mir? Sie machen Schluss mit mir? Da drin gehen ernste Dinge vor, Junge. Das ist kein Spaß. Also tu dem Gesetz einen Gefallen und geh einfach nach Haus. Okay, ich werde auch mal halbwegs ernst und frag, was da eigentlich vorgeht. Ich kann nicht über Details reden, aber soweit ich weiß, ereignete sich der Vorfall in Matthew Griffins Wohnung. Das ist so beunruhigend. Das ist mein Freund Matt. Was zur Hölle ist passiert? Ich weiß selber nicht genau, aber ich kann nur Leute reinlassen, die ihm nahestehen. So wie Verwandte. Ich bin sein bester Freund. Seine Freundin hat mich eben erst angerufen, damit ich herkomme. Ich weiß nicht, Junge. Du hast meine Gefühle verletzt, weißt du? Was? Du hast meine verletzt? Und wenn man alle relevanten Fakten bedenkt, kann ich dir einfach nicht vertrauen. Also, nein. Du kommst da nicht rein. Ich glaube dir nicht. Mach, dass du weg bist. Mary, wie schon ein großer Österreicher einst sagte, ich komme wieder. Ey. Ach so. Okay. Der Gedanke an einen muskulösen Österreicher hat sich schon etwas heiß gemacht, was, Murray? Kommen Sie, geben Sie es zu. Verschwinde, verdammt nochmal. Hau ab. Das ist ein Befehl. Ich will dein Gesicht nie wiedersehen. Okay, von mir aus. Ja, Gott nochmal. Wenn ich doch nur ein Telefon im Inventar hätte, dann könnte ich Sally anrufen. Aber nein, es ist nur ein Stilmittel. Das klingelt wann immer das Schicksal, das entscheidet. Das ist scheiße. In diesem blöden Spiel kann man nur Anrufe annehmen. Ja, gewöhn dich dran, Randall. Wobei, ist eigentlich auch egal. Ich habe sowieso kein Guthaben mehr. Genau, ich habe das Ding seit Jahren nicht mehr aufgeladen. Wahrscheinlich gebe ich einfach gern Videospielen die Schuld an allem. Ich muss da einen Weg reinfinden. Und warum rede ich schon wieder mit dem Blödmann hinter der vierten Wand? Geh weg, du zerstörst mein Leben. Dann wiederum, durch dich habe ich eine unverschämte Summe Geld bekommen. Ach, zur Hölle, mein Leben ist plötzlich ein Abenteuer. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich gerade meinen Job verloren habe. Das Geld lindert allerdings den Schmerz. Ja. Hey, warte mal! Okay, du kriegst noch eine Chance, aber diesmal verbox nicht. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Bob? Bin ich oder ist das Matthew Griffins Brieftasche? Zeig mal her. Wo hast du die gefunden? Bei allem Respekt, Mary. Darüber sollten Sie, ich liebe mit ihm reden, der ein bisschen höher befürchtet hätte. Er hat sie mir letzte Nacht anvertraut. Wie gesagt, ich bin sein bester Freund. Er hat sie mir letzte Nacht anvertraut. Wie gesagt, ich bin sein bester Freund. Das reicht mir. Geh rein und sprich mit Sergeant Kramer. Der wird dich dazu befragen. Das heißt, Kramer. Hab ich Schwierigkeiten, weil ich mit einem Irren befreundet bin? Das ist reine Routine. Genau wie das Gespräch in meinem Büro. Was? Wollen Sie damit sagen, Sie wollten sich gar nicht an mich ranmachen? Wen wollen Sie davon überzeugen, Mary? Mich oder Sie selbst? Lass mich einfach in Ruhe.
Der Typ ist so heiß, Alter. Das ist richtig geil, der Typ, ey. Meine Fresse. So, meine lieben Kinderchen, jetzt sind wir schon mal im Haus angekommen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschö mit Ö. Schau mit V. Und tschü mit Ü. Und hau rein, Hein. Bis später, Peter. Tschüss.